Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos. So. Was? Loading? Ich hätte euch auch gerade irgendwas gedrückt. Hä? Warum beginnen wir von 9? Nope, halt, stopp, jetzt rede ich. So. Ne, F1 war es nicht. Was hat ich denn gerade gedrückt, sag mal? Oder war es hier im Menü, das ich auf Enter gedrückt habe mit New Game? Wer weiß. Auf jeden Fall gehen wir jetzt die Seite runter. Und jetzt sind wir... Oh, das Gebiet kenne ich. Das ist so ein richtiges Motherfucker-Gebiet. So ein richtiges Scheiß-Arena-Kampfgebiet. Ich weiß, dass Monster kommen aus dem Tor. Aber ich weiß nicht, wie stark die sind. Wir nehmen einfach mal unsere stärkste Waffe, die Nagelpistole. Let's go! Ich würde jetzt schon, wie sicher, aber gerne die Schrotflinte nehmen. Kann ich die einfach direkt reinpacken? Ja. Dead Gate. Hä? Jetzt hat das auch aus Quickslot rausgenommen. Bist du dumm? So, haben wir die Schrotflinte. Die ist noch nicht geladen. Jetzt ist geladen. Na dann. Okay. Das ist mir neu. Oh. Okay. Oh. Ach, so rum war's. Ich dachte, das Tor öffnet sich erst und dann kamen die Monster da raus, aber nee. Sind hier unten einfach gespawnt. Wie so eine kleine Motherfucker. So. Oha. Ganz schön viel Munition. Oha. Geht's hier raus? Oh. Ah. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Wir müssen ein bisschen preparen. Auch wenn das Sound gerade echt ganz schön laut ist. Du kommst nach da. Dann kommst du nach da. Dann kommst du. Kommst nach da. Du nach da. Du. So. Ich dachte, das fällt jetzt frei. haben wir noch mehr? Nö. Okay. Da haben wir wieder einen Achter. Noch einen Achter. Ein Siemer. Noch ein Siemer. Noch einen Achter. Ein Fünfer. Okay, also können wir auch die Pistole wieder benutzen. Sehr schön. Ich packe tatsächlich mal die Schrotflinte da rein. Weil... Jetzt kommt, glaube ich, ein relativ haariges Gebiet. Das heißt, dich lasse ich erstmal komplett weg. Und pack da dafür mal die Nagelpistole rein. Ich möchte erstmal gucken, ob wir mit der Nagelpistole vorankommen. Ich glaube zwar nicht. Aber hey, ist besser als die Axt, weil die Axt haben wir jetzt wahrscheinlich eh vergessen. Denn wir werden gleich von ganz vielen Monstern umzingelt. Wenn jetzt das kommt, was ich denke, das kommt. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Kommen die hier durch? Oh. Hä? Wieso hab ich. Meine Hand war leer. Ja, meine Hand war leer. Das hat jetzt einiges. Bitte aber die Nagelpistole auswählen. Hey, lad nach.
Jetzt wäre so ein Molotow-Cocktail ganz geil. Aua! Okay, fuck it. Aua, ich kann nicht. Okay, also wir konnten mit der Nagelpistole echt schon ganz schön in Schach halten. Oh, wir haben das. Und ich glaube, wir haben alle Nagelkisten aufgebraucht, alle 6. Ja, gut. Ernsthaft, hier liegen 3 Rifles drin? Habe ich gar nicht gesehen. Warum ist dreimal die gleiche Waffe? Lol. Ich meine, gut, macht natürlich geschichtlich schon vielleicht Sinn, ne, weil vielleicht könnten hier 3 Personen drin gewesen sein und jeder hat halt eine, so, ne. Game-technisch macht es halt keinen Sinn, aber storymäßig vielleicht. So. Ja. An das Gebiet kann ich mich nämlich doch ganz gut erinnern, weil hier sind Gleise oder Schienen. Gut, auch wenn das hier ein bisschen enger wird. Da hat jemand keine Ahnung von Physik und hat einfach das Gleis 1 zu 1 kopiert, wo es hier schmaler wird, weil Geometrie und so. Ja. Aber immerhin ist hier Gleis. So, und... Aua, von hinten! Oh! Oh, was ist? Einmal alle Waffen nachladen hier. So, für die haben wir keine Munition mehr. Das heißt, die kann jetzt tatsächlich weg. Und ich glaube, wir können sie auch wegschmeißen. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der. Und dafür nehmen wir dort wieder die Axt. So. Oh, das Ding ist mittlerweile ganz schön gedamaged, unsere Rüstung. Okay. War's das? Ja. Sind da nochmal ganz schön viele Monster gespawnt hier. Also, nicht gespawnt, sondern... Vor allem, hä? Warum geht die Leiter hier nicht weiter? Macht immer gar keinen Sinn. Nicht mal irgendwelcher Loot hier hinten? Ist das gemein? Das ist ja voll illegal. Ah, Wodka. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir es einfach mal. Okay. Nee, so geht's gar nicht. Wie war denn bitte schon Molotow-Cocktail? Nee, so auch nicht. Braucht man da echt leere Flaschen für? Na gut, haben wir wenigstens noch mal ein paar Bandagen. Ja. Brauchen wir also echt doch leere Flaschen. Gut, dann müssen wir so also ein paar Mal Dirty Water austrinken. Alter, dieses ganze Sirenenzeug hier.
Ach so, geht's weiter. Oh, wir sollten doch wirklich mal hochheilen. Dankeschön. Und wir sollten vielleicht noch ein paar Äpfel essen. Nein, die einen brauchen wir nicht. Ich höre was. Oh, da geht noch weiter runter. Ich meine, die haben doch einen richtigen Minenschacht. Oh, Gott hat sogar. Oder? Nee. Keine Ahnung. Weil ich frage mich gerade, wer baut bitte schon eine Mine, wo du über solche Leitern runtergehen musst? Weißt du, hier ist alles ordentlich ausgebaut, mit richtigen Tragebalken und allem drum und dran. Und dann aber so eine billigen Leitern? Normalerweise hat man da halt so einen Fahrstuhlschacht. Lärm überall. Aha. Hä? Mann, das da. Hier geht's gar nicht rein. Oha. Selbst mit Taschenlampe sieht man hinten nix. Oha. Die wohl bedeuten? Oh, Mann. Hier ist dieser. Oh. Hier geht's zum Finale. Der Raum mit den Stühlen. Ja. Das hier ist like. Kennt ihr gar nicht? Examination Day. Das ist der 5G-Raum. Oh. Mr. Scott. As feared, our father test result have come back testing positive for Stage 3B Lung Cancer. Oh.
We do not believe Force Auris has a medical equipment available to treat this. You will be required to come back to Clearwater as soon as possible for therapy and possible surgery. Please give me a call. John Tormans, CV... okay, also Mr. Scott. Wie weitere Tests gezeigt haben, wurden sie positiv auf Stage 3b Lungenkrebs getestet. Wir glauben nicht, dass Fort Owens das das Equipment dafür hat, um das zu behandeln. Daher verlangen wir, daher ist es nötig, dass du nach Clearwater zurückkommst für eine mögliche Therapie, also Chemotherapie und Behandlung. Bitte gib uns einen Rückruf, John Thomas. Wow. Alles schwarz. Oh. Oh. Ah. Mal gucken, ob jetzt das Finale kommt, wie ich es damals kenne. Von damals noch kenne. Weil der Raum, den kann ich von damals auch. Also alles, seitdem wir da in diese Falle gefallen sind. Eigentlich alles ab Final, also das gesamte Chapter Final. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Spooky. Welcome home, Tyler. Ah. Moment mal. Mr. Scott. Tyler. Das ist aber TJ. Also wir sind Tyler. Aber wer ist dieser Scott? Mal kurz, mal gucken. Mr. Scott. Wie heißt... War hier irgendwo der komplette Name zu sehen? Also die Briefe sind auf jeden Fall tatsächlich, also sind wir tatsächlich hier, dieser Tyler, der hier oben immer steht. Okay, da war meine Vermutung, dass es wirklich wir waren, gar nicht mal so verkehrt. Aber wer ist dieser Scott? Guck mal, hier steht seht ihr gar nicht, aber da steht T.D. Scott. Also Tyler Scott, also sind wir doch Tyler. Also ist Tyler der Vorname, was ja Sinn macht. Okay, dann ging es also wirklich immer über uns. Gott, wie viele Briefe. Okay. Das heißt im Klartext... Boah. Das heißt, wir waren früher auf der Insel, weil wir kennen ja diesen Ort bereits. Ich schätze mal, wir wurden schon mal hier hingeschickt auf einer Mission. Genau, wir sind hier schon mal hingeschickt worden. Also uns wurde angerufen, dass jemand halt in Not war. Dann sind wir jetzt scheinbar hierher zu diesem Ort, also damals, als es noch schön war. Nee. Wir waren auf hoher See und wollten den Typen retten, der uns angerufen hat. So rum, der die Küstenwache angerufen hat. Wir arbeiten ja für die Küstenwache. Dann sind wir aber auf hoher See halt in Strom geraten und wurden dann aber aufgegriffen von den Leuten, die hier gearbeitet haben, als der Ort noch schön war. So. Dann wurden wir hier behandelt und dann wollten wir hier bleiben und haben uns hier in eine Leda verliebt. Jetzt weiß ich gar nicht, warum wir aber denn zurück mussten. Also wir haben uns ja mit dieser Leda irgendwie ein bisschen verkracht gehabt. Wir haben es irgendwie nicht ausgehalten mit ihr oder irgendwie sowas war das. Und deswegen sind wir dann irgendwie... Wurden wir zurück zum Festland gerufen? Wir hatten noch jemanden Brief, wo es hieß, dass wir zum Festland gerufen wurden, oder? Beziehungsweise genau, vielleicht wurden wir deswegen zurückgerufen, weil wir dieses Cancer hatten.
Wir hatten ja manche Briefe, wo stand, dass der Arzt uns zurückbeordert hat. Dann sind wir also scheinbar zurück. Wurden dann behandelt und sind dann nochmal hierher. Oder sind wir denn dort geblieben? Und sind erst jetzt wieder hier? Also, meine Frage ist jetzt, sind wir jetzt hier zum zweiten Mal? Als wir das erste Mal hier waren, war es noch ein wunderschönes Gebiet, ein wunderschöner Ort. Dann gehen wir zurück zum Festland, zur Behandlung. Und jetzt sind wir wieder hier. Weil wir wieder von irgendwas gerufen wurden. Aber diesmal halt von irgendeiner Entität, die halt hier in diesem abgefuckten Gebiet hier haust. Die Frage ist das jetzt quasi das zweite Mal, dass wir hier sind, oder ist das schon das dritte Mal, dass wir hier sind? Weil in den Briefen stand ja auch drinne, dass wir nochmal hier hingegangen sind, oder? So, yeah, go for my ticket, go home. Weil eben hier heißt es, dass er nochmal nach Hause gegangen ist, aber etwas, als er schon alles tot war. Ach nee, mit Go Home meint er hier hinkommen. Ah, okay. Ich glaube, genau, er war hier, musste dann zum Festland. Und auf dem Festland wollte er dann aber immer wieder hier hinkommen. Weil er das hier als ein Zuhause angesehen hat. So war das. Und dann kam er aber nie wieder hier hin. Ich schätze mal, so kann man das verstehen. Okay. Verstehe. Oha. Das ist eine ganze Menge Equipment. Und ich höre Schritte. Happy Place? Fragezeichen? Ja. Okay, also ich fasse noch mal ein bisschen zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Wie gesagt, wir waren früher Küstenwache, wurden angerufen von jemandem, der Hilfe braucht auf hoher See, sind dann zu ihm rausgefahren auf hoher See, um ihn zu retten, sind dabei aber selbst durch einen schweren Sturm gekentert oder halt das Schiff wurde stark beschädigt, sind dann irgendwo auf dem See einfach rumgetrieben. In dem einen Brief haben wir ja geschildert, dass wir da, dass wir dann quasi von den Leuten hier aufgenommen wurde, wie gesagt, als es hier noch alles schön war. Und dann von denen behandelt wurde. Dann haben wir uns hier auch in Eda verliebt. Und haben dann hier mit ihr zusammen gelebt. Und hier zusammen, ja, unsere Zeit verbracht. Haben aber gleichzeitig aufgrund von Krankheiten Kontakt zu einem Arzt gehalten. Der hat uns dann wahrscheinlich dann irgendwann wegen dem Cancer oder irgendwas anderem dann wieder aufs Festland beordert. Dementsprechend mussten wir dem Gebiet hier den Rücken kehren. Auf dem Festland, wie gesagt, haben wir dann aber immer wieder diesen Ort hier vermisst, weil das für uns das Zuhause war, weil wir uns halt hier einfach drin verliebt haben an diesen Ort, weil wir hier Ruhe und Frieden und alles gefunden haben und einfach hier wir sein konnten. Und genau, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, warum wir nicht wieder hierher konnten. Warum er nicht einfach wieder hierher gegangen ist. Aber irgendwann haben wir dann halt nochmal einen Anruf bekommen und das war quasi das, womit das Spiel begonnen hat. Dass wir halt nochmal angerufen wurden. Scheinbar konnten wir uns zu dem Zeitpunkt an die ganze Geschichte gar nicht erinnern. Womit sich die Frage ist, ob es nicht wirklich zwei Zeitebenen sind. Ne? Also wirklich zwei Zeitachsen, die parallel zueinander stattfinden, so ein paar Parallelwelten, wisst ihr, so, ne, Dings. Dann wurden wir halt am Anfang des Spiels halt nochmal hingerufen, sind dann wieder auf hoher See gekentert, sind aber diesmal nicht auf der hoher See also sind halt nicht auf dem Wasser getrieben. Sondern wurden irgendwann hier hingespült mit unserem Boot. Und jetzt sind wir halt hier. Und das ist dann das, wo das Spiel begonnen hat. So verstehe ich das. Jetzt sind halt noch zwei Fragen offen für mich. Zum einen, warum ist er nicht einfach von sich aus wieder zu dem Ort gefahren? Weil seine Behandlung war ja wohl schon fertig, laut dem einen Brief.
Von daher hätte er einfach wieder hierhin schwimmen können mit seinem Boot. Zweite Frage ist, sind das jetzt zwei Welten, die miteinander verbunden, also zwei Zeitlinien, die miteinander verbunden sind? Oder hat er aus irgendwelchen Gründen sein Gedächtnis verloren? Zum Beispiel, als dieser Ort hier so abgefuckt wurde. Wegen dem neuen 5G-Mast. Natürlich. Mal schauen, was ist das hier eigentlich? Hä? Einzelne Nägel? Ich sehe nicht, dass irgendwas hinzugekommen ist. Ach, das waren hier so eine Adrenalin-Dinger. Ah, okay. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen Munition hier. Ach so, ja, gut. Die Dinger brauchen ja Platz. Hat's vergessen. Ich würde mal sagen, wir müssen hier echt mal ein bisschen aufräumen. Ich muss jetzt tatsächlich mal ein paar Sachen wegschmeißen. Weil das ist jetzt eh kurz vorm Ende. Viel passiert nicht mehr. Das heißt, wir können zum Beispiel dich wegwerfen. Dafür dich anziehen. Dann können wir das wegwerfen. Dann können wir das wegwerfen. Wir haben hier drei gute. Außerdem haben wir noch massig Adrenalin. Stimpacks, meine ich doch. Das würde ich gerne behalten. Weil Adrenalin können wir ab und zu echt gut gebrauchen. Salami können wir auch behalten. Brauchen wir noch die Master Key? Na egal, behalten wir mal. Ganz viel Munition. Wobei, gut, ist das auch plus 300? Ist jetzt nicht so viel, wie man vielleicht denken mag. 7, 7, 8, 8, 8, 7, 7, 5, 7, 7. Dich behalte ich ja selber. Behalte ich die Axt? Ja, ne, macht Sinn. Wobei ich die aber hier aus unserer Quickleiste. Ich glaube, wir können die Axt wirklich weg. Brauchen wir die Axt noch? Weißt du was? Wir machen es anders. Wir schmeißen das Ding weg. Und nutzen einfach, um Kisten und so aufzubrechen, nutzen wir jetzt einfach die Axt. Weil wir können noch ein paar Mal reparieren. Wir haben noch zwei Dinger. Wir haben noch massig Kleber. Das heißt, wir brauchen da. Ne. Stattdessen packe ich da dann nämlich hier unsere wunderschöne Gun rein. Wir haben 300 davon. Wir haben, wow, 62 mal Schrotflinte. Gut, die können wir eigentlich auch wegschmeißen. Nailboxes, keine Ahnung, ob wir sowas noch. Ich behalte mal im Inventar. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir die wirklich gebrauchen werden. Wo ist die da? Da haben wir auch 50 von. Was brauchen wir noch? Wir haben Shotgun, 9mm. Wir haben die ganzen Magazine und wir haben die hier. 375. Und die Axt. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist die Frage, tausche ich die Steine gegen die Dynamitblöcke? Brauchen wir die? Ich meine, gut, wenn können wir sie immer noch eintauschen. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es jetzt gerade ist. Ich sorge nur dafür, dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben, damit das ein bisschen aufgeräumter hier ist. Das heißt, du gehst nach da, du gehst nach da, du gehst nach da. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Achso, jetzt haben wir gar keinen Slot mehr frei für unsere Miracle Truck. Weil das fuckt ab.
Ich wünschte, wir hätten mehr Quickslots. So. Dann haben wir das alles. Das kann auch da. Ja, ich glaube, so haben wir erstmal relativ gut aufgeräumt. Wieder ein bisschen freier Platz. Für wenn wir größere Sachen finden sollten, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt hier schön viele große Slots frei. Das ist doch so gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise du kannst auch noch da oben. So. Okay. Dann geht nächste Folge zum Happy Place. So, das war jetzt Folge 40. Und ich glaube, ich sollte auch mal wieder hier ein bisschen was löschen. Das wird hier wieder ganz schön unübersichtlich. So. Easy. Okay. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.